Hallo Fans und Freunde der Vienna. Die Meisterschaft in der 5. Liga macht gerade ihre wohlverdiente Winterpause. Das heißt aber nicht, dass ihr auf euer heißgeliebtes Kammern Vienna verzichten müsst. Ich habe ein ganz besonderes Fangespräch für euch. Ein Gusto-Stückerl. Der Bertl, der hat ihn einfach nur den Indianer genannt. Richtig, ich war letzten Sommer beim Gassi zu Hause und habe mich mit ihm über spirituelle Vienna-Fanerlebnisse, blau-gelbe Auswärtsfahrten und was er sich für unsere Vienna für die Zukunft wünscht, unterhalten. Meine Lieben, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und Glocke nicht vergessen zu drücken, empfehlt mich weiter und schaut auch auf den anderen Kanälen vorbei. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches blau-gelbes Meisterschaftsjahr 2019, auf das wir uns recht zahlreich bei den Matches wiedersehen und gemeinsam den Aufstieg in die Wiener Liga schaffen. Also, bis dann und Kammern Vienna! Hallo liebe Vienna-Fans und Freunde, heute bin ich bei einem ganz besonderen Vienna-Fan. Ich glaube, die meisten von euch werden ihn kennen, zumindest von der hohen Warte vom Schauen. Gassi, yep. Danke für deine Zeit. Wir wollen uns gerne ein bisschen unterhalten über die Vienna, über die Vienna Zeit. Erzähl einmal, wie kamst du zu Vienna? Wie hat es bei dir angefangen? Ja, welcome home. Da bei mir da. Na, und ja, wie hat es angefangen? Mich hat der Russi, also ein Freund von mir und vom Tommy und so weiter, von den Kojoten, der hat mich irgendwann einmal auf die Idee gebracht, na, hohe Warte, Fußball, lustig. Na, also anders wie Rapid und so, weil ich bin früher mit den Rapidler umgefahren und so und auch Spaß gehabt, aber der hat anders Spaß. Na. Und es war sehr nett, na, also ich bin dann auf die hohe Warte gekommen, wir sind dort in der Wiesn umgestanden, na, und ja, es war irgendwie interessant. Also, wann war das ungefähr? Welche Zeit? Weißt du, war das? Zeit schwer. Also, nein, also ich kann das jetzt nicht. 80er Ende oder 90er? Nein, es war schon 90er, auf jeden Fall nach 90er sogar, glaube ich. Nein. Ja. Nein, aber es war auf jeden Fall, die Wiesn ist so hoch gestanden. Also, die Wiesn ist sehr hoch gestanden auf der hohen Warte oben. Und da waren halt nur ganz wenige Fans. Und die Kojoten damals, na, also der Tommy, der Hey Ho, let's go, der Andi, na, und so Leute halt, na, und der Roli hat damals noch die Bierkisten für seinen Vater geschleppt, also Kinderarbeit so gesehen, na. Okay, aber das kann ja nicht 90er gewesen sein. Naja, na, der hat damals noch für seinen Vater die Bierkisten verdummt. Okay, verstehe. Für uns ihn gezerrt, na, und so, weiß ich nicht, na, 90er wohl, das waren die 90er, na. Ja. Wieso glaubst du das nicht? Naja, Roli ist auch schon ein bisschen älteres Baujahr. Also. Naja, aber er hat Bierkischen getragen, also er hat gearbeitet. Na, also. Er hat einmal gearbeitet. Nein, er hat Bierkischen. Liebe Vienna-Fans, hört ihr, der Roli hat einmal gearbeitet. Er hat damals schon Bier verkauft. Er hat Bierkischen herumgeschleppt, das ist mir in Erinnerung. Na, da war er aber noch recht klein. Und dann haben wir uns halt da irgendwie zusammengerottet, na, und ja, es war witzig. Ne? Also, im Vergleich zu den anderen Fangeschichten in Wien war das sehr interessant. Also ich kann mich erinnern, so Auswärtsfahrten, was wir da gehabt haben mit zwei Autos, eben der Roli. Wir sind dann also mit dem Auto von einer Freundin von mir gefahren, der Regenjacken-Edi, mit dem Dudelsack, der hat damals noch zwei Lieder können, ein trauriges, ein lustiges, also Sieg traurig, also Sieg lustig, anderes traurig. Und da sind wir gefahren nach Leoben und was weiß ich wohin. Na? Und die waren total, die haben das halt nicht gepackt. Wir waren einfach nur zwei Autos voll Leute mit Transparenten, haben die aufgehängt und haben da herumgekehlt. Na? Und ja, so. Ja, schön. Das hat Spaß. Und wie überhaupt so zum Fußball? Du warst vorher bei Rapid, hast du gesagt? Oder? Nein, ich war nicht bei Rapid. Ich bin mit Rapid einmal mitgefahren nach Kapfenberg, weil es ging Sturm Graz und das hat aber nichts mit Fußball zu tun gehabt. Nein. Okay, verstehe. Es war einfach nur Zechbrillen, randalieren, saufen. Üblich erhalten. Das hat nichts mit Fußball zu tun gehabt. Nein, bei der Vienna war das einfach auf Leihwand. Also bei der Vienna war ich immer gemütlich. Nette Leute, also ich habe da Leute kennengelernt wie den Bertl, unseren alten Bertl. Ja, schon, die haben wir gehört. Hartnäckig. Jürgen, ich schon gesehen. Jetzt bin ich auch dran. Na ja, ist das.
der was mich immer noch so grüßt, na, so auf die Art, na, die haben es noch immer nicht erschossen. Also es ist eine liebevolle Beziehung. Also wir haben uns das letzte Mal gesehen, da irgendwo da. Süßenbrunn war das? In Süßenbrunn oder wo, na, ja. Und das freut mich immer. Der Bertl hat immer wieder Freikarten gehabt. Also wir sind komplett unterschiedlicher Dings, na, aber mit dem, das geht halt auch einfach. Na, wie siehst du denn überhaupt das Verhältnis bei der Vienna, weil es ja doch viele unterschiedliche Charaktere und Menschen und Ansichten und Gesellschaftsschichten gibt. Ja. Wie gehst du das an? Es ist witzig, na, ich finde es lustig. Na, also es ist, wie soll ich sagen, na, also da ist es nicht so, also das ist, da ist dieses Klassengeschichtel einfach aufgekommen. Na. Okay. Am Fußballplatz, na, da lässt man sein Klasse einfach draußen, na, und da ist man einfach Wiener. Na, da ist man nicht jetzt unbedingt der Doktor, der Anwalt, der hochnäsige so und so, sondern da ist man Wiener. Na, mhm. Und alles andere ist scheißegal und das funktioniert eigentlich bei der Wiener ganz gut. Na, also, muss ich habe den Eindruck, vielleicht täusche ich mich, aber es haut schon recht gut hin, wenn ich mir das so anschaue. Geht. Geht. Ja. Und wie wirst du so angesprochen von den anderen Fans? Na, passt. Man kennt mich. Na, also, man kennt dich, aber ja. Kein Stress oder kein irgendwie. Stress, na, Stress gibt es nicht. Na, also. Auswärtsfahrten. Ah, wunderbar, wunderbar. Kärnten? Erzähl einmal. Kärnten ist natürlich ein eigenes Thema. Schieß los. Du schlagst da in eine Kälbe, die was natürlich ganz furchtbar ist, da muss ich gleich saufen, na, damit ich das wieder wegtrinke, das Trauma, na, das Kärntentrauma. Ich muss das Kärntentrauma wegwischen, na, weil das war heftig, also das muss man sich einmal vorstellen. Na. Du fährst als Vienna-Anhänger, na, du steigst in den Zug, na, fährst nach Kärnten alleine, na, in einem Zug na, nach Kärnten. Na, und dann bist du in Klagenfurt, na, was sowieso Wahnsinn ist. Na. Die haben ein riesen Stadion hin und her, na, und dann bist du halt dort. Dann findest du glücklicherweise den Erich, na, der ist ja mit irgendjemandem mitgefahren, dann waren wir schon zu zweit. Na. Da waren wir schon zu zweit, wohlgemerkt in Klagenfurt. Und die haben das ganze Stadion, also das war also ein ganzes Dorf mehr oder weniger, 3000 Eierschütteln, Kärntner, die was damals halt na, schwer alle politisiert waren, das darf man ja nicht vergessen. Also mhm. die waren ja Dings, na, also radikal, na, also da fürchten hat man sich müssen. Na. Und die haben uns Kinder geschickt, na, Kinder, so kleine hauslose Ungeheuer, na, kleine hauslose Ungeheuer, die, was uns irgendwie gesagt haben, Wiener Schweine, okay, wenn du das jetzt hörst, oh, Halbzeit, na, denkst du, scheiße, wir stehen zu zweit dort, Wiener Schweine. Irgendwann einmal sagt man diesen Trottelbärsch, na, dann schicken wir doch deinen Papa, na, okay, da hast du nicht lang warten müssen, na, das waren ja 3000 und wir waren zu zweit, na. Mhm. Es war schwierig, na. Wir sind aus der ganzen Sache heil rausgekommen, sagen wir mal so, es ist uns nicht wirklich was passiert, na. Evakuiert worden sind wir vom damaligen Präsidenten, der ist mit dem Auto dort gewesen, na, der hat gesehen, aha, Vienna-Fans im Bedrängnis, na, der hat uns da mit dem Mercedes evakuiert, na, dort aus Kärnten, na, und das war grenzwertig, weißt du, wie man, also das ist das ganze Dorf, auf zwei Leute, am Erich und auf mich, na, also der ganze Hass, Klagenfurt über das teure Stadion, weil der Haider Schwuchtel ist oder was auch immer, hat sich über uns ergossen. Ne? Okay. Also es war ganz furchtbar. Ne? Und der damalige Präsident von der Vienna, der hat uns dann mitgenommen mit dem Auto, ne? Und dann sind wir heimgefahren und hat gesagt, nein, das war jetzt knapp und hin und her. Dann haben wir auf einer Tankstelle halt gemacht, wo so richtig mit dem Mercedes eingepackt und so. Ne? Und ich habe dann, weil ich jetzt so riesige Hosen, blau-gelben Miro, ich habe dann den Kaffee ausgegeben. Na. Das haben dann die von der Tankstelle wieder nicht gepackt. Na. Also, was ist das für eine Partie? Na. Also es waren mit der Vienna waren viele lustige Sachen. Also so auswärts fällt mir ein Vorarlberg, da sind wir gefahren mit dem Roli, dem BMW von seinem Bruder, nach Vorarlberg, irgendwo Altach oder Lustnau. Also wir haben da dauernd durch ganz Österreich auf den geguckt. Na. Und dann haben sich die Schweizer einpackt mit irgendeinem Mercedes. Ne? Mhm. Also da haben wir uns alle Ehre gemacht. Also da stolpern irgendwelche Leute aus dem Auto raus. Ne? Mit allen möglichen Frisuren und Zerrissen, aber aus dem BMW, aus dem Mercedes. Also weißt du, also okay. Döbling. Ne? Wir schlafen unter dem Porsche. Ja, das hat immer wieder hingehört. Ne? Also die Leute vor den Kopf zu stoßen. Ne? Also so als Auftrag oder einfach nur als... Nein, nicht als Auftrag, das ist einfach passiert. Ne? Also wir waren ja zum Beispiel
wir haben in Ligen gespielt, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir waren in Tirol, in Wattens oder in Schwarz oder Wattens, irgend sowas. Ne? Also ich bin dann immer hingefahren, mit dem Bus oder mit dem Auto, dann war ich dort, dann habe ich dort meine Leute besucht und dann bin ich zurückgestoppt, damit ich beim Heimmatch wieder daheim bin. Ne? Okay. Und da war ich immer Wochen unterwegs, also ich habe viel Zeit damals gehabt. Allein? Ne? Allein, ja, aber ich habe ja meine Leute, also die Wiener Leute, den Rolli und so, man hat sich dann, ich bin mit denen hingefahren und dann wieder zurück. Ne? Mhm. Also mit dem Auto hin, Match, und dann schauen müssen, dass ich wieder zurück bin beim Heimmatch. Ne? Und so ist es damals, aber da war damals Tirol, Vorarlberg, alles Mögliche. Ne? Okay. Und in Tirol war ganz lustig, also da war eben Wattens oder Schwarz, so genau kann ich das nicht unterscheiden. Da war das so, na, dass sich die Leute aufgeregt haben, weil wir so laut gesungen haben, na, wegen Ruhestörung. Weil da ist es so ähnlich wie am VVC-Platz mit Heiser daneben. Na. Und ja, und dann ist der Ordner von den Tiroler ist gekommen. Geh bitte, weil der hat gesehen, dass ich Tirolerisch kann. Na, und er hat gemeint, ich bin ein Ansprechpartner, und er hat gemeint, wir sollen was machen, weil unser Ungarer den Schiedsrichter die Tür eintreten hat. Also der Puschkas, na, der Istvan, na, der hat eine rote Karten gekriegt. Und dann war er grantig und hat dem Schiedsrichter die Tür eintreten, offensichtlich. Na. Halleluja. Und der Odner ist zu uns gekommen und hat gemeint, wir sollen was machen. Ja. Mhm. Und hast du? Nein, habe ich nicht. Nein. So gerechtfertigt, dass man den Schiedsrichter die Tür eintritt. Das könnte ihm Schlimmeres passieren. Und so das Wiener Leben, was hat sich von deiner Ansicht nach geändert die letzten 10, 15 Jahre? Naja, zweite Landesliga. Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt der große Hit. Ne? Aber so von der Stimmung her, ist das ein Unterschied? Ja, wir sind mehr. Wir sind mehr. Also interessanterweise, na, also es hat in den letzten Jahren halt gerade im Fanbereich einiges sich da an, die Wanderers und so, finde ich sehr leibend. Also auch wenn das andere nicht so sehen, aber Fahnenwachteln hin oder her, na, ich finde es super. Na, also Stimmung. Ausdruck von den ganzen Sachen, was die sagen, da stehe ich auch dahinter. Und nein, es hat sich wirklich was getan. Wenn man jetzt mal überlegt, wir sind mit einem Auto oder mit zwei Autos früher nach Leoben und so weiter gefahren, sind von den Bauern dort extrem angeflammt worden, na, und was weiß ich. Und jetzt haben wir einfach viele Leute und eine gewisse Fankultur. Na, wer hätte das gedacht? Also das finde ich echt super. Also, und die Fankultur lebt. Und das ist auch, glaube ich, das Schöne, auch in der fünften lebt, Liga. Ja. Auch in der zweiten Landesliga. So wie letztes Jahr, also wir sind da in Gegenden gewesen, wo es da geschnieben hat, na, da draußen da in Liesing oder was, na, also da waren wir in Liesing, da war so Schneeflocken und irgendwie so Platz, das war ganz frustrierend, daneben irgendein Friedhof und ihre Mauern, da hast du kaum hingefunden, aber es haben viele, viele Wiener Fans hingefunden und das ist cool, ne. Also hoffentlich in dieser Saison auch nochmal, ne? Weil da müssen wir durch. Ne? Was kann man machen eigentlich, um Leute sozusagen zu halten als Fan? Fans bringen? Naja, bei uns spielt die Musik. Ne? Das ist einmal eine Tatsache. Ne? Okay, weiß das jeder? Bei uns spielt die Musik. Bei der Wiener spielt die Musik. Ne? Also da ist das nicht so wie beim Wurschtclub, dass mit dem Schlüssel klappert wird, ne? Sondern da wird gesungen, da wird getanzt. Da gibt es auch hier und da das eine oder andere Bengalo, was ich total super finde, weil Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Na, das ist einmal wichtig. Nicht nur Rapidler und Unaussprechliches, na, macht sowas, sondern das gehört einfach zum Fußball. Na, also ein bisschen ja, Feuer und Flamme. Und individuelles. Feuer und Flamme. Ja, mehr sage ich zu dem jetzt aber nicht. Na. Weil sonst wäre ich sofort da abgeholt, Hubschrauber über dem Haus. Das ist Wahnsinn. Ne? Das ist ja illegal, ne? Oder? Aber das ist ein ganz gutes Stichwort. Wie ist denn so das Verhältnis zum Clubführung, zur Vereinsführung? Da kann ich nicht viel sagen. Ne? Also ich habe überhaupt kein Verhältnis zur Vereinführung. Ne? Also auch keine Berührungspunkte? Nein, null. Ne? Nein, also vielleicht, dass ich irgendjemand mal abklatsche oder was. Ne? So. So abklatschen, nicht so abklatschen. Obwohl so abklatschen hier und da vielleicht auch nicht schlecht wäre, aber so abklatschen. Sollten die Fans was sagen, wenn sie ihnen was stört? Okay, wir könnten jetzt auftreten wie italienische Ultras, die was das Ganze übernehmen wollen, na, aber das ist ja auch deppert. Na. Also, da kommen wir auch nicht weiter. Na. Aber
einfach nur nichts sagen ist auch deppert. Nein, also es ist bei uns, bei der Vienna, es ist immer schwierig. Nein, also die Vereinsführung, nein, allein schon das Wort Führung, nein, Verein, Führung, ja. Mhm. Na gut, das bereitet mir Unbehagen, sagen wir mal so. Weil die Vereinsführung gibt ja immer aus, das Wirtschaftliche vor dem Gesellschaftlichen zu stellen. Natürlich, ne? Und sie schämen sich für unsere Aktionen, obwohl unsere Aktionen eigentlich die Vienna in ein gutes Licht darstellen. Ne? Also wenn bei der Vienna gewisse Transparente und Spruchbänder oben sind, ne, dann profitiert der Verein eigentlich schon eher von den Sachen, was die Wanderer oder andere machen, wie die Vereinsführung, die glauben, dass das nach hinten losgeht, aber das stimmt nicht. Nein. Also ich find, dass die ein bisschen mehr mal schauen sollen, was da bei uns so rennt. Nein. Also nicht jetzt unbedingt, ja, naja. Mehr in den Sektor kommen und schauen oder auch mit den Leuten reden? In den Sektor kommen, na, weiß ich nicht, ob das für manche Leute gesund war. Na, aber, weil da haben sich die Fronten ein bisschen verhärtet in letzter Zeit. Auch, na, also da waren halt unnötige Aktionen, wo ich mir denke, hey, bei jedem anderen Verein, die würden sich denken, Alter, die wären froh, wenn sie die Probleme hätten. Also mit Fans und Vereinsführung oder so. Na. Weil wir sind ja nicht so dominant wie jetzt eben italienische Ultras oder irgendwelche englische Anhänger, nein, also so sind wir. Oder nicht, Rapid, nein, zum Beispiel. Oder Rapid, nein, das wollte ich jetzt nicht unbedingt jetzt so sagen, nein, aber so sind wir ja nicht drauf. Und deswegen wäre ja von denen aus auch ganz okay, wenn sie ein bisschen mit uns kommunizieren würden oder mit unseren Leuten. Also mit mir brauche ich keiner kommunizieren, weil ich gehe einfach hin, krakel meine Lieder. Und damit hat es sich. Aber ich halte mich aus der Politik eigentlich raus, aus der Vereinspolitik. Sollte auch nicht auf dem Fußballplatz, glaube ich. Das ist eher. Nein, ich halte mich aus der Vereinspolitik raus. Achso, aus der Vereinspolitik. Also, Politik am Fußballplatz, also die Grund, also die mindesten Geschichten, die haben wir ja eh bei uns. Ne? Dass man keinen Rassismus mag, dass man keine Homophobie haben braucht, ne? Und so weiter. Also das ist das Mindeststandard. Ne? Also das spielt es nur halt bei gewissen Vereinen, spielt es das nicht. Also sogar bei Rapid, ne, die sind so weit. Ne? Aber bei uns ist es schon wichtig, dass da kein Platz für Rassismus ist, kein Platz für Homophobie und so weiter. Scheiße. Ne? Also das ist wichtig. Ne? Ja, klar. Das hat aber jetzt nichts mit Politik in dem Sinn zu tun. Ne? Ich renne jetzt nicht auf die hohe Warte. Ne? Ich habe da eine tibetische Fahne, die habe ich mal gekriegt während der Olympiade in Peking. Aber das würde ich jetzt nicht als politisches Statement sehen. Ne? Ich habe zum Beispiel eine andere Fahne da, eine nordkoreanische, ne? Und die hieß sie auch nicht, ne? Auf der hohen Warte. Mhm. Ich stehe zu Nordkorea, aber die würde nie auf meinen Verein, bei meinem Fußballplatz hießen. Ne? Kojoten. Super. Erzähl einmal. Kojoten, wie kam es dazu? Wie ist da? Also ich bin einfach nur über den Russi dort aufgedacht, na, und dann eben über den Andi und so. Also Kojoten Andi. Und ja, na, aber Obmann werden wir, also wir haben mal Zeitungen rausgebracht. Na. Tatsächlich? Also Sie haben Zeitungen, ich habe keine Zeitungen. Okay. Also. Aber die Kojoten haben einmal eigene Zeitungen, Fanzines, aber das müsste ich jetzt da unten noch umwollen und das will ich da jetzt nicht antun. Na, also das habe ich im Vorfeld jetzt nicht wirklich hinkriegt. Aber ich habe da unten sicher irgendwelche Wischs und Zeitungen. Also die Kojoten haben Zeitungen gehabt, dann die Virtus haben ein eigenes Fanzine gehabt, also der Erich und der Michi, Jessica Michi, die haben ein eigenes Fanzine gehabt, na, was wirklich über jeden Ausflug in der Pampa, wo wir waren, geschrieben haben. Also da ist schon sehr viel passiert. Ne? Also. Aber es ist ja eher ein lockerer Verband, der Kojot. Das heißt, ich finde schon. Ne? Jeder kann dazu oder auch nicht und hat es gebiert. Ja, jeder. Also ich würde jetzt nicht sagen jeder. Ne? Also wenn jetzt jemand irgendwie so ein großartiger Schickelgruber-Fan ist. Oder gut, aber ich glaube, das würde sich von Haus aus schon ausselektieren. Das muss man nicht haben. Ne? Wir haben ja auf der Hohen Warte auch Leute gehabt, ne? Den Nazi-Werner, ne? Der hat einmal
Auf der anderen Seite von den Kojoten, das ist schon ewig her, da sind wir da, wo wir ganz wenig waren, auf der anderen Seite hat der eine Reichskriegsfahne gehisst. Na, solches Leid hat es auch auf der Umwarte gegeben. Okay. Die haben dann natürlich ein Knackwatschen gekriegt, na, und damit hat es sich gehabt. Na. Und zwar keine verbale, sondern... Na richtig, na, also da ist nicht diskutiert worden, na, da ist man hingegangen, zu Brack. Na, das geht einfach nicht, ich meine, sowas tut man nicht. Na, und deswegen haben wir solche Leute halt bei uns halt nicht. Na. Mhm. Und das, da hat man schon ganz früh geschaut, dass die, dass das sauber ist. Ne? Das heißt, dass die Fans untereinander, das selektiert sich selbst oder das regelt sich selbst? Das regelt sich selbst. Ne? Also wir kommunizieren miteinander, also manche Sachen gehen halt nicht. Und ja, da kommt man schon, das geht schon. Ne? Verstehe. Ja. Also heißt das auch, die Kommunikation unter den Fans ist wichtig? Ich finde, die Kommunikation unter den Fans haut gut hin. Ne? Versteht man sich gut, redet gut. Ja. Muss es nicht immer Treffen geben. Nein, man muss ja nicht mit jedem jetzt konform gehen. Oder? Nein. Nein, da gibt es bei uns natürlich auch Leute, die was mit den anderen, es gibt Leute, die packen die Wanderers nicht und umgekehrt. Nein. Ja, so ist es halt. Nein, also wir sind halt nicht die 50.000 wie bei anderen Vereinen, sondern wir sind halt wenig. Und da fällt es natürlich auf, wenn man. Ne? Verstehe. Und deswegen wird da Motstrom Trara draus gemacht. Ne? Aber im Prinzip vertraut man sich eh, wenn es drauf ankommt. Also ich schätze, wenn wir im Champions League-Finale mal warten, dann wird es schon passen. Ne? Man glaubst du, wird es wieder soweit sein? Naja, nein, es war Mitropa Cup, was du jetzt meinst. Ne? Mitropa Cup. Na, was ich meinte, war eigentlich, wie glaubst du, geht es weiter mit dem Aufstieg oder. Nein, ich glaube, es geht jetzt einmal so weiter. Na, jetzt werden wir da in der zweiten Landesliga herumgrindeln. Noch eine Saison. Mhm. Dann werden wir aufsteigen und aufsteigen und aufsteigen. Glaubst du, dass es so locker geht? Locker ist es natürlich nicht. Na. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das locker geht. Na. Aber es wird gehen. Na. Es bleibt uns ja nichts anderes über. Na. Also volle Kraft voraus. Ja, nein, es bleibt uns nichts anderes. Locker, von locker kann keine Rede sein. Na, also... Man hat gesehen, was da in Süßenbrunn sich abgespielt hat. Na, also da sind die Nerven blank gelegen. Na, also ja, die Spieler von der anderen Mannschaft haben sich überhaupt nicht im Griff gehabt. Na, also, weil für die ist um was gegangen. Also wie die auf uns eingekackt haben, also normalerweise hätte ich ihnen Watschen gehört. Na, also okay. So gesehen. Also wirklich. Na. Mhm. Aber natürlich sind wir nicht so drauf. Aber wie gesagt, sie sollen froh sein, dass sie nicht gegen Rapid gespielt haben. Nicht einmal gegen die Amateure. Na. Ja, da könnte es anders. Weil das war ziemlich fies, was da abgegangen ist. Na, dann haben uns die Frauen rausgerissen. Nachher bei dem Match, da warst du ja, oder? Mhm. In Langenrohr war das. In Langenrohr, ja. Und ja, die sind jetzt eine Stufe höher wie wir. Na, also unsere Amateurfrauen höher wie wir, oder? Ja, das ist richtig. Die spielen zweite Liga. Na eben. Ja. Wie ist da das Verhältnis? Glaubst du, könnte da auch mehr Zulauf kommen in den nächsten Zeiten? Ich glaube schon, dass die Frauenmannschaft schon unterstützt wird von eben die Leute und so. Na, aber es hat halt, es ist schon ein bisschen zu wenig. Es wird nicht so richtig beworben, es ist nicht so wirklich. Vom Verein aus? Nein, insgesamt, auch untereinander. Also, weil es gehen halt die üblichen Verdächtigen genau zu den Frauen, aber es ist halt. Das macht man halt bei Vienna, aber ich weiß nicht, da könnte schon mehr passieren. Ne? Also die können mehr unterstützt, weil die sind ja jetzt eben Stufen höher und ja. Auch von uns Fans? Ja, sicher. Dass man mehr drüber redet, mehr... Nein, es war, die haben sich, hast du gesehen, bei dem Match in Langenrohr, die haben sich einen Haxen ausgefreut. Ne? Ja, also, so viel Zuschauer, Motstrom Trara und ja, na. Und auch Bengalen, das habe ich ja, auch sehr leibend gefunden. Das wollte ich eh auch gerade ansprechen. Es ist ja dann später Kritik geübt worden vom Echt? Veranstalter, das dass, ich nicht dass die Zuschauer, wie hat es so schön geheißen, zu laut waren. Zu laut! Ja, nein, nur, dass du weißt, wie die Kritik war. Und eben das hier Pyrotechnik und das war nicht sehr... Du musst aber eines, glaube ich, bedenken, normalerweise ist dort nicht so viel los. Nein, da gibt sich Fuchs und Rost, gute Nacht. Nein, das habe ich schon mitgekriegt, wo ich gekommen bin. Nein. Aber was mir noch aufgefallen ist, nein, an dem wo ich hinkommen bin, nein, war interessant. Nein, also das Ganze war total nett und hin und her und das alles, aber
es waren dann natürlich auch Leute von der anderen Seite dort, von dem Dings, na, die haben seltsame T-Shirts angehabt, na, also Thor Steinauer und so. Das sind Nazi-Labels. Na. Und von, aber nicht von uns, sondern? Nein, nein, von dieser Langenrohr-Abteilung. Mhm. Und da hat es vorher schon irgendwie hin und her und da denkt man sich, du bist mir mitten in der Pampa beim Frauenfußballspiel, na, und dann hast du irgendwelche rechten politischen Volltrotteln dort rumhängen. Was haben die mit Frauenfußball zu tun? Also das habe ich mir dort schon gedacht. Ne? Mhm, verstehe. Also da habe ich echt geschaut. Na, man denkt, aha. Aber wir waren lauter und es war lustiger und wir haben gewonnen auch. Und das ist, glaube ich, das ist wichtig. Das ist wichtig. Da kommt auf ein T-Shirt mit irgendeinem Scheißdreck rum nicht davon. Ne? Denen das da. Ja, Nazi-Bastard, fuck off. Aber ich glaube, so sollte man es auch sehen. Also man sollte sich nicht provozieren. Ich sage jetzt mal von mir aus, sich nicht provozieren lassen. Ich lasse mich nie provozieren. Nein. Weil dann kommt es auch da zu Konfrontationen und die Leuten spielt mir nur den Ball zu, wenn man sie dann auch drauf eingeht. Ne? Naja, nein, der war eh vor mir. Ne? Also der ist vor mir eingeklatscht. Nein, ich habe ihm keine Knackquatschen gegeben. Nein. Also ich bin ja nicht so. Nein. Also besser ignorieren oder? Nein, ich begnadige dich. Nein. Das war halt mein Dings. Ne? Brüsterchen. Brüsterchen. Mit neuem Shirt. Mit neuem Shirt, na, natürlich. Na. Und natürlich ein ganz bekanntes Gesicht obendrauf. Jupp. Mr. Tata. Aber ja, wie es so schön heißt, Brechstangen Tata. Ja. Sein berühmter Ausspruch. Trainer, kriegst du da irgendwie Kontakt? Wenig. Also ich hab so. Er war ja auch nicht so unbedingt der, was mit den Fans jetzt so auf Kontakt und so war. Na, also da hat es andere gegeben, die waren schon mehr so der Gaga zum Beispiel, mit dem hat man eine Gaudi haben können und dann trinken. Und der hat auch beim Fanturnier vom Roli mitgemacht. Also das ist eine andere, anders halt. Na. Überhaupt ein ganz gutes Thema. Deiner Ansicht nach sollten die sollten die Spieler und Trainer und Beteiligten, sollten die auch mehr Tuchfühlung mit den Fans aufnehmen? So zum Beispiel im Stübel nachher kommen? Oder? Naja, na, früher, da hat man schon noch einen Trunken zusammen. Na, also ich kann mich erinnern, so mit dem Slonetsko und mit manchen Leuten. Na. Auch mit dem Malalik, der wird das jetzt nicht mögen. Der ist jetzt nämlich vollkommen von der Rolle. Na. Ach so? Ja, der ist jetzt FPÖ-Gemeinderat irgendwo in der Pampa draußen, träumt von Polizeipferden und so weiter. Ne? Und der war mal Mittelstürmer bei uns und hat mit uns gechechert und gekifft und so. Und das hat ihm eigentlich nicht so gestört. Jetzt ist er auf einmal Polizeipferd-Fanatiker, ne? Würde ich mal sagen. Madalik heißt der. Ne? Okay. Bierchick Madalik haben wir immer gesungen. Bierchick Madalik singen, Bierchick Madalik. Vielleicht kann er sich nicht mehr erinnern, wie schon. Oder will er? Oder will sie nicht. Vielleicht kann er sich nicht mehr erinnern, wie schon. Nein, wir haben schon Kontakt zu Spielern gehabt, eben zu dem besagten Madalik, der was jetzt eben Dings ist. Ne? Und, aber wir haben auch viele lustige, also wir haben eben den Slonetsko und so Spieler, also so, die wo halt Originale auch waren, ne? Die was mit den Fans eben auch. Ist das gut? Nein, das war super, ne? Also mit dem Buschkraus und so weiter, der Istvan, der hat auch mit uns gerne getrunken und ja, so, das vermisse ich schon ein bisschen, ne? das halt, aber die sind jetzt alle ja recht junge Spieler, was wir jetzt haben, die sollen halt nicht so tschechern, also die sollen mehr trainieren, sollen schauen, dass wir uns aus der zweiten Landesliga hinauftragen, ne? Also, ja. Und wie könnte man die unterstützen? Die Spieler? Wir unterstützen sie, wo wir können. Na, also singen, schreien, Bengalen. Gehört dazu. Was soll man mehr machen? Auf ein Bier einladen, singen, schreien und Bengalen und auf ein Bier einladen. Was soll man mehr tun? Na? Auf der Schulter einmal um den Platz tragen. Ja. Wenn sie es schaffen. Ach, das kriegen wir hin. Na, also. Das packen wir. Das packen wir. Ja, ich nicht jetzt unbedingt, aber es gibt Leute von jeder halt seinen Teil. Es gibt Leute von uns, die können andere umtragen, nein, über den ganzen Platz, nein, aber ich nicht. Nein. Aber ja, nein, das war früher schon ein bisschen so, dass man sich dann zusammengehockt hat, nein, also beim Wirten und dann noch gechechert hat, nein, also das hat es einfach gegeben und das ist, weiß ich nicht, ob das jetzt ist, also das Stüberl ist mir immer zu voll, nein, da gehe ich relativ bald, nein. Weil stresst mich, so viele Leute mag ich nicht. Ne?
Aber sonst, ja. Jetzt gibt es ja auch Fans, meiner Ansicht nach ein bisschen abwertend, aber genannt Glory Hunters. Ja, das gibt's natürlich. Was stehst du dazu? Nein, das haben wir gehabt. Nein. Das habe ich interessant gefunden. Ich finde es lustig. Also, ich finde das nicht, also ich würde die Leute jetzt nicht irgendwie fertig machen oder niedermachen oder auf die schimpfen oder was. Nein. Für die Wiener ist gut, weil es Becken, ne? Aber es ist halt, also Zahlen, Becken zahlen, muss ich übersetzen, manche Sachen, ne? Aber es ist halt natürlich, ne? Du hast natürlich Leid, ne? Du denkst dir, Jesus, um Himmels Willen, ne? Also bei diesen unsäglichen, ne? Derby of Love, ne? Okay. Da hast natürlich Auswüchse, ne? Die was ein Wahnsinn sind, ne? Also da wo ich sogar selber mir denke, um Himmels Willen, ne? Was ist jetzt? Wie stehst passiert? Du zu dem Namen? Es ist idiotisch, ne? weil das haben die Medien erfunden, ne? Das Derby of Love. Ich meine, ich kenne viele Sportklubler, ne? Und umgekehrt Wurstclub, man kennt sich untereinander schon ewig und passt, aber nur irgendwie Derby of Love, das passt einfach nicht, ne? Weil besoffen ficken, ne? Hat nichts mit Liebe zu tun. Ne? Also nur weil wir uns nicht prügeln und ficken, hat das nichts mit Liebe zu tun. Ne? Also Derby of Love ist eine Medienerfindung in Wirklichkeit. Ne? Also. Wie siehst du das mit den Medien und dem Fußball, speziell mit der Vienna? Mischen sich die zu stark ein oder sind sie zu schwach? Wir können uns eh ganz gut abgrenzen. Ne? Also die Bilder, was man von uns sieht, sind eigentlich recht positive Bilder. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt die Bilder sieht mit den Wanderers und so weiter, mit den Transparente von denen, also Refugees-Geschichten und so weiter, das ist positiv für mich aus meinen Augen, nicht für jeden Wiener-Fan. Mhm. Also ich spreche jetzt nicht für alle, aber es ist eigentlich schon ein gutes Ding, wenn man sieht, na, auch Fußballfans sind nicht nur dumpfe Faschisten und Nazis, na, sondern da tut sich auch ein bisschen Farb, na, und dann sieht man ein paar Regenbogenfahnen, auch nicht schlecht, also ich habe dagegen nichts. Na. Manche Leute, wie gesagt, es ist nicht jeder... Es ist nicht jeden seine Sache, na, die Regenbogenfahnen und die Geschichten, was da rennen, na, aber ich finde es super, na, also, dass sich in die Richtung was tut und dass bei der Vienna, dass man sich halt auch in die Richtung deklariert. Na. Mhm. Also auch im Stadion oben steht, na, kein Platz für Diskriminierung. Das finde ich schon, das ist gut und das ist auch schön so. Mehr Politik braucht es nicht wirklich, aber also ich renne jetzt nicht mit der nordkoreanischen Fahne im Sektor rum. Ne? Nur weil ich halt mich auf dem Kim Jong-Ding. Aber es ist gut, Fahne zu zeigen. Fahne oder? Zeigen ist immer gut. Ne? Also Fahne zeigen ist besser wie Fahne im Wind. Ne? Sehr philosophisch. Ja. Ist die Wiener philosophisch? Ja, und wie? Ne? Ah. Ja, voll. Ne? Also ich kann mich erinnern, na, so Sprüche von früher, na, auf jeden Fall extrem philosophisch. Na, also die Wiener, da geht wirklich was weiter. Na, also wir sind ja ein Sammelserum der Philosophen, so gesehen. Na. Okay. Also du solltest da mal mit dem Auswärtsbus na, auf der Heimfahrt. Na, du glaubst gar nicht, was da für Meldungen. Ja, ich glaube, ich habe schon ein paar gehört. Unterwegs. Wenn ich mich noch erinnern kann, das ist die Sache. Na, da tun sich Sachen auf, na, das glaubt man gar nicht. Na, das Potenzial, was in uns schlummert. Na. Okay. Also in jedem Einzelnen. Na, also da kommen Philosophen raus, wo du wirklich schnallst. Na. Also ich fahre lieber mit dem Wiener Auswärtsbus nach Hause, mache mir Gedanken über Philosophie wie mit einem Rapidbus oder mit einem unsäglichen Bus halt. Na. Weil du das vorher erwähnt hast, so die Philosophie im Auswärtsbus. Jetzt spielen wir ja in der 5. Liga. Ja, bist du der. Jetzt gibt es natürlich. Jetzt fahren wir mit der Straßenbahn. Wie ist da so das Gefühl für jemanden, der Lustenau und Kärnten war? Und Tirol und was weiß ich wo überall. Ja, nicht schlecht. Das Gefühl ist auf jeden Fall witzig. Na. Also du fährst jetzt. Man, da spart sich einiges. Ne? Also finanziell auf jeden Fall ist man in der Butterseite. Ne? Also man muss jetzt nicht na, quer durch ganz Österreich fahren, man fährt mit der Straßenbahn irgendwo hin, ne? Und es passt schon. Ne? Aber es sind natürlich trostlose Sachen. Ne? Also ich sage nur, dieser Platz im Leasing, also der hat sich bei mir eingebrannt. Ne? Ich habe die Schneeflocken gesehen, außen so die Mauer von diesem Friedhof. Ne? Wenn das alles in Schwarz-Weiß aufnimmst, ne?
und dazu noch den richtigen Sound machst. Na, du glaubst, du bist. Ist ein Wahnsinn. Na. Also da kriegt man Depressionen na, auf sowas. Na. Mhm. Aber die waren bemüht und das finde ich das Schöne. Andererseits wieder, na, finde ich super, wo wir hinfahren, es ist scheißegal, die freuen sich. Die Leute sehen uns und freuen sich. Natürlich freuen sie sich. Na. Mhm. Das sind zwar 300 Vienna-Fans, die saufen und fressen. Na, weißt du, wie man? Ich weiß. Natürlich, die Kantinen von denen jubilieren. Na. Mhm. Also die Vienna ist ein wirtschaftlicher Faktor, so gesehen. Mhm. Aber wenn wir dann oben spielen, RLO oder vielleicht sogar Bundesliga, das heißt mehr Fans, das heißt aber auch unterschiedliche Menschentypen. Na und, dann haben wir halt mehr Glory Hunters, ne? Passt schon. Ne? Ja, ich rede nicht nur von Glory Hunters, sondern das sind dann halt auch Menschen, die aus jeder Richtung kommen, links, rechts. Und das haben wir ja jetzt auch. Okay. Na, seien wir uns ehrlich, das haben wir jetzt auch. Nein, nur ist das jetzt nicht... Ja, das haben wir jetzt auch. Aber es arrangiert sich jetzt. Ich finde, das ist ganz okay, wie es ist. Ne? Und es war immer so. Ne? Und bei uns ist das jetzt nicht so ein Problem, wie zum Beispiel ne, was nehme ich jetzt für Beispiele? Ich nehme jetzt keinen österreichischen Club. Ne? Jetzt nehme ich einen anderen. Ne? Also bei Borussia Dortmund oder was. Ne? Mhm. Oder bei und solche Sachen. Ne? Weißt du? Bei uns ist das nicht das Problem. Nein. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das gibt es bei denen auch und die anderen sind mehr, die anderen sind weniger. Und ja, nein, da wird man sich schon helfen wissen. Nein. Das reguliert sich sozusagen. Ich denke, das reguliert sich von selber. Nein. Wie siehst du die Vienna in 10 Jahren? Ich kann nicht so gut rechnen. Was ist in 10 Jahren? 2028. 2028. Wo sind wir dann? Also ich glaube, wir sind dann wieder aufgestiegen, na, wir sind dann sogar in der Bundesliga na, und wir spielen im Cup. Ob das der Europacup ist, ist fraglich, ob es dann Europa noch gibt. Na. Okay. Gut, vielleicht soll ich schweigen jetzt. Schweigen! Nein, aber du siehst die Vienna schon wieder vorne mit dabei. Nein, auf jeden Fall. Nein. Vor 10 Jahren war ja genau die gleiche Situation. Da hatten wir einen sehr guten Trainer und haben von der RLO. Alfred, du warst schon metrosexuell, wo der beschissene Beckham noch nicht einmal gewusst hat, was das ist. Du hast schon lange Fingernägel gehabt und was geschminkt, wo der Herrscherl das noch gar nicht gewusst hat. Ja, nein, das muss ich sagen. Nein, der Alfred, der hat schon lange Fingernägel und geschminkt gewesen, wo der Beckham nicht einmal noch ein schlechter Gedanke war. Nein, aber vor 10 Jahren war er noch nicht der Tata, sondern der Stöger. Ja, der Stöger, naja. Mit dem sind wir ja aufgestiegen in die RLO, von der RLO in die Bundesliga. Und da war ja auch ein großer Hype, da war auch so nur war es dann leider Gottes Schluss. Und dann war so ein mehr oder weniger herumgerundeln bis 2014 und dann waren wir wieder weg vom Fenster. Ja, es ist bei uns, Religion und Vienna. Religion und Vienna, das kommt das Gleiche raus. Bei Fußball kann ja auch eine Religion sein. Ja, natürlich, aber bei mir ist das anders. Bei mir ist das komplett anders. Na, das Schönste, was ich wirklich, das war das Schönste, also da bin ich wirklich ping. Also mir hat eine Freundin von mir, na, die hat mich zu dem gebracht, also zu Krishna und alles. Na, und ich habe das so genial gefunden. Na, ich wollte das nicht bei uns nur haben. Da bin ich ein Jahr gar nicht bei der Vienna gewesen, weil ich kein Alkohol und nur meditieren und singen und chanten. Na. Und dann bin ich nach Indien gefahren. Na, und das Schönste war wirklich, na, wo ich dort in Navadvip war. Das ist ein Dorf, na, 120 Kilometer von Kalkutta, wo mein Gott geboren ist. Also der Sri Chaitanya, na, also Inkarnation von Krishna. Und das ganze Dorf, na, blau-gelb. Das ganze Dorf blau-gelb. Na. Okay. Meine Götter blau-gelb, die Tempel blau-gelb, alles blau-gelb. Und es war so genial. Ich bin da gestanden, ich habe gedacht, ich bin auf Trip. Na. Und ich habe dann den Mix, na, den kennst du eh von der Vienna, den habe ich angerufen. Der hat gerade eine Sitzung gehabt na, mit seinen Klienten oder was, na, 12 Leuten. Na, hat eine Nummer gehabt mit 14 Ziffern. Na. Und dann habe ich gesagt, Mix, ich bin in einem Dorf, da ist alles blau-gelb, na, alles. Götter, Häuser, alles. Und
das ist ein Zeichen. Na, weißt du, wie man? Mhm. Für mich ist das auf jeden Fall ein Zeichen. Na, also, es sind sogar meine Götterblocke und meine Göttinnen nämlich auch. Na, mhm. Weil ich habe nicht nur Götter, sondern Göttinnen auch. Na. Wie du siehst, schau dir um. Gassi, ich danke für deine Zeit und für deine Einblicke in die besondere Wiener Welt. Und die es würde nur einige Sachen geben, aber die verkneife ich mir jetzt. Na. Schade. Naja, es macht dir keinen guten Eindruck, manche Sachen. Na. Okay.